So Leute, und weiter geht's mit Let's Play South Scooter. Du hast kein Leben. Ich kann ihn nicht teilen. Ja, wo war ich gerade? Ich war glaube ich beim Ausrüsten meiner Leute. Hier. Ja. Mal die Siffschein. Schuhe. Handschuhe. Crayon, die kriegt nichts. Ich habe auch für die nichts. Kann ich mein zweites Schwert nehmen? Schlecht. Kriegt jetzt noch ihr Benox-Blaster von uns. Baut mir einfach irgendwas ein. Nimmt sowieso nicht mit. Aber damit zumindest der gut ausgerüstet ist. Tagebuch. Oh ja, bla bla. Ich lese mal vor. Der Dreier hat eine geheime Holo-Aufzeichnung einer Verhandlung zu einem Jedi-Rat gefunden. Aus der Aufzeichnung geht aus dem hervor, wo sich die anderen Jedi aufhalten. Laut der Aufzeichnung reist Meister Fug, Identity, Meisterin Rash, Kinder Corriban, Meister Zetz, Kyle, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ging nach Nashada, Meister Kavar nach Onderon. Niemand weiß, ob sie noch immer am Leben sind, aber sie können wissen, warum du verbannt wurdest. Außerdem wissen sie vielleicht etwas über die Sith-Bedrohung, die dir folgt. Wenn du sie alle an einem Ort versammelst, kannst du sie auch töten, wenn sie dazu überreden, auf Dentity zusammenzutreten. Ja. Ja, Lichtschwert bauen. Aha. Ja, da hab ich jetzt nichts. Okay, ich rede mal mit der Dienerin. Wo wohnten die? Ne, da geht's raus. Maschinenraum, der da hinten ist, wohnt sie bestimmt nicht. Da ist T3. Ich glaube, hier wohnt die. Ja. Sogar so eine Rüstung an. Oh, willkommen. Braucht ihr irgendetwas? Ah, geht es euch gut? Ja, eure Züge, eure Haltung. Ihr strahlt eine Ruhe aus, die ich auf Telos nicht gespürt habe. Was meint ihr damit? In euch ist eine Energie und eine Leichtigkeit eurer Bewegungen. Normalerweise findet man das nur bei den ehrwürdigsten Waffenmeistern der Ichani, doch ihr verfügt von Natur aus darüber. Ich fühle mich besser, ich spüre jetzt mehr von meiner Umgebung und anderem. Es zeigt sich in euren Zügen. Es ist schön anzusehen. Ah ja, gut. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Fragt. Hat mich Adris jemals erwähnt? Sie sagte, ihr hättet die Jedi verraten, weil ihr in den Krieg zogt. Ihr wandtet euch gegen eure Meister, eure Lehren und euch selbst. Aha. Oh. Was sag ich denn jetzt? Oh, sie provoziert euch nicht. Ich bin eigentlich ganz nett. Sie übertreibt. Sie übertreibt. Aber das ist noch nicht alles. Sie sagt, ihr könnt nur euren tierischen Instinkten treu sein. Und sie hat uns verraten, warum ihr der dunklen Seite verfallen seid. Und warum? Atris sagt, dass ihr der dunklen Seite während der Mandalorianischen Kriege verfallen seid, als ihr eurer Kampfeslust nachgabt. Ihr hattet den Kampf gekostet und wolltet mehr. Warum habe ich nicht im Jedi-Bürgerkrieg gekämpft? Warum habe ich nicht im Jedi? Atris sagt, als Lord Revan zurückkehrte, hättet ihr ihn nicht begleitet, weil ihr so weit gefallen wart, dass ihr die Macht nicht mehr spüren konntet. Sonst noch was? Das stimmt, aber Atris hat ein Recht auf Eigen. Das stimmt nicht. Es war meine Entscheidung, Revan nicht zu folgen. Ihr hattet also die Wahl. Wenn sich Atris in euch geirrt haben sollte, muss sie darüber informiert werden. Hat Atris noch etwas gesagt? Ich glaube, sie will damit ihre Gefühle zu euch ausdrücken. Manchmal gibt es Variationen, aber das Fundament ist stets das gleiche. Ihre Gefühle? Ja. Für andere ist es manchmal schwer, ihr Herz auszuschütten oder darauf zu hören. Die Worte sind oft schwer oder kommen überhaupt nicht.
Was sagt Atris Herz eurer Meinung nach? Sie kennt Atris ihr eigenes Herz nicht, was sagt Atris Herz eurer Meinung nach? Das kann ich erst sagen, wenn ich euch mit Atris kämpfen sehe. Der Kampf ist eine reine Ausdrucksform. Herz und Disziplin werden dabei auf Bewegungen reduziert. Ich will aber nicht mit Atris kämpfen. Wenn ich gegen Atris kämpfe, kommt die Wahrheit ins Licht. Vielleicht. Der Kampf kann wahrhaftiger sein als eine Auseinandersetzung mit Worten. Im Kampf verschwimmen die Worte und weichen Taten. Mitleid, Opferbereitschaft, Wut, Furcht. Das sind reine Ausdrucksformen. Okay. Vergesst nicht, ich will euch noch etwas anfangen. Fragt. Warum nennt man euch Dienerin? Wir dienen Atris. Wir sind ihr verpflichtet. Meine Schwestern ebenso wie ich. Die letzte der Dienerinnen. Seid die letzte? Ich bin die letzte der Dienerinnen. Ich trainiere, damit dies eines Tages nicht mehr so ist. Fähigkeiten sind beeindruckend. Wie auch euer hingebungsvolles Training. Sag ich das. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt Zeiten, in denen ich abgelenkt bin. Vielleicht kanntet ihr einst die Wege der Jedi und versteht, was meine Gedanken beschäftigt. Was meint ihr damit? Hier ist so viel Wissen und nur noch einer der Jedi. Vieles über ihre Art zu kämpfen, ihre Techniken, ihre Haltungen ist vielleicht für immer verloren, wenn der letzte Jedi aus der Galaxis verschwindet. Das ist nicht die Wahrheit, Herr Jedi. Jedi liegt nicht zum Kämpfen, mir auch nicht. Das beschäftigt. Dann sag ich... Jedi liegt nicht zum Kämpfen, mir auch nicht. Ich weiß um eure Bedeutung, aber ich bin mir meiner nicht bewusst. Haltung, Technik und Disziplin sind Mittel des Ausdrucks und der Kommunikation. Sie spiegeln das Herz und die Hingabe wider. Hingabe? Der Kampf ist nicht der beste Weg, mit anderen zu kommunizieren. Sie gewaltfähig ein Ausdruck. Sie zeigt, wie weit man für seine Ziele gehen will. Hingabe? Ja, die Methoden, mit denen ihr euren Gegnern begegnet, sagen mehr als 1000 Worte. Wenn ihr Schmerz oder Tod riskiert, gibt es keine aufrichtigere Opferbereitschaft oder Stärke. Das stimmt, sie zeigt, wie man will. Und kann seine Treue nicht besser zeigen. Wenn das unsere Hingabe bestimmt, wenn man Schmerz oder Tod riskiert, gibt es keine aufrichtigere Prüfung des Glaubens und der Stärke. Mann, ich muss schon wieder was anderes fragen. Fragt. Habt ihr einen Namen? Ja, ich hatte einen Namen, bevor ich Atris diente. Wie alle Kinder der Ichani. Wie lautet er? Er ist unwichtig. Mein Titel und mein Rang sind bedeutsam, nicht mein Name. Mir ist nur wichtig, Atris zu dienen. Was das macht. Es sollte euer Licht nicht unter den Scheffel stehen. Wie alles glauben. Wenn ihr niemanden achtet außer Atris, seid ihr für mich unwert. Dann sag ich's erst. Wir legen Wert auf unsere Eide und Versprechen. Indem wir dieses Gelöbnis schwören, ordnen wir uns einem höheren Ziel unter. Wenn das eigene Ich in den Mittelpunkt gestellt wird, ist das das Ende der Galaxis. In euren Worten liegt eine kleine Wahrheit. Denkt ihr wirklich so viel? Habt ihr ein Problem damit, dass ich mich vom Jedi-Kodex abgewandt habe? Denkt ihr, dass ich mich selbst verloren habe, als ich den Jedi nicht gehorchte? Sag ich's erst. Wenn ihr euch aus Selbstsucht abgewandt habt, ja. Dann war es vielleicht eine Wertung, aber ich wollte euch nicht angreifen. Denkt ihr das? Ich sag's erst. Das weiß ich nicht. Diese Frage müsst ihr euch selbst stellen. Jetzt frage ich mich nur noch, warum ich euch erlaube zu bleiben. Halt eure... Sehen Sie beides nicht nett? Das ist unfreundlich, aber eigentlich will ich ja freundlich sein. Ich will ja CD ausbilden. Fragt. Ja genau, ich frag mal sowas. Könnt ihr mir ein paar Kampftechniken beibringen? Das Training ist Angehörigen bestimmter Kasten der Ichani vorbehalten. Aber es kann nicht schaden, euch einige Grundprinzipien zu lehren. Ich verstehe nicht, wie ihr und Atris kämpft. Aber ich kann euch zeigen, wie die Kinder der Ichani mit der Kriegskunst aufwachsen. Ich bin kein Kind. War das gegen mich gerecht? Dieser Ort ist so gut wie jeder andere.
vergesstet, so hat es gut wie danach. Jede Technik der Ichani basiert auf anderen. Wenn man die einfachsten Techniken nicht beherrscht, ist es unmöglich, die höheren Stufen zu verstehen. Klar. Sie sind vergleichbar mit einem Alphabet, das man erlernen muss, bevor man Wörter und schließlich Sätze bilden kann. Verstehe ich bereit. Als Grundlage werde ich euch in unseren elementaren Bewegungen unterweisen. Der Körper selbst ist die erste Waffe, die ihr beherrschen müsst. Das ist nichts, was man beschreiben könnte. Lasst uns miteinander kämpfen. Dadurch lernt ihr mehr als durch meine Worte. Benutzt nur eure Hände und Füße, um mich zu schlagen. Sonst ist unser Kampf vorbei. Greift auf keine Gegenstände oder Machttechniken zurück. Sie würden den Lernprozess nur behindern. Okay, keine Machtfähigkeiten, Waffen oder Gegenstände. Alles klar. Sehr gut. Ich werde euren Bemühungen durch meine Bewegungen widerstehen. Haltet euch nicht zurück, sonst verletze ich euch. Ist wieder ohne Kleidung. Das sieht echt super aus, ohne Kleidung. Ich darf ja nicht so angreifen. Ist erstmal so. Helle Seitepunkte. Finde ich gut. Oh, die ist... Die A, die benutzt ihr... Schild da. Hau doch! Idiot. Ha, ich hab's betäubt. Ha, ich hab's besiegt. Ihr habt wirklich Erfolg. Gut gekämpft. Ihr habt die Grundtechniken gelernt, indem ihr meine Bewegungen beobachtet und vorhergesehen habt. Nun muss ich euch um einen Gefallen bitten. Einen Gefallen? Die Waffe der Jedi. Das ist gut. Ich würde gern mehr darüber wissen. Sie müssen ja nicht so weit wegstehen. Was wollt ihr denn wissen? Man kann sie nicht sehen oder bekämpfen. Und doch benutzen die Jedi sie und ringen ein Leben lang mit ihr. Das ist schwer zu beschreiben. Ich möchte es gern wissen. Stellt euch vor, ihr erwacht dann halt zum ersten Mal den Herzschlag zur Galaxis. Es ist, als ob sie in euch schließt und euch in alle Worte bringen. Sie ist doch vieles, doch man weiß es zweifelsfrei, wenn man sie spürt. Ich verstehe. Vielen Dank, dass ihr euer Wissen mit mir teilt. Es war mir ein Vergnügen. Ja, super, jetzt muss ich wieder neue Kleidung anziehen. Bin ich hell, welche hat's denn? Nee. Was ist das? Dienerin. Wissen. Ich glaube sowas, oder? Nein. Dienerin hat was anderes an. Hat er euch, klickt doch da drauf. Vielleicht das. Ja, aber mein Ding ist, glaube ich, ziemlich schlecht. Welches hat denn die Dienerin angehabt? Da kann ich es nicht anziehen. Jetzt brauche ich Mittel und die kann Mittel anziehen. Halt, ich will gucken, ob sie Mittel anziehen kann. Schwer sogar. Boah. Ja, kann ich jetzt eigentlich ein Level abmachen? Nee, kann ich nicht. Was ich machen will, ist mit dem. Ah, Waffen, die Zeit ist um. Zapra-Kriegelringe und welche ist die bessere? Die hat Verbesserung drin. Gut, meine Zeit ist um. Im nächsten Part geht's hier weiter. Bis dahin. Edna hat ein geiles Outfit an. Ja, bis zum nächsten Part.